Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Und wir haben jetzt noch, eigentlich versuche ich ja immer so 16 Folgen am Stück und dann zum Ende der immer 16. Folge eigentlich auch mit den Missionen immer fertig zu sein, weil wenn ich jetzt mit den nächsten 4 Folgen fertig bin, kommt erstmal wieder was anderes, also ETS und dann Mindtest. Und in der Regel kann es sein, dass in der Zeit dann auch ein Update kommt für ATS vielleicht. Weswegen die, wenn wir dann eine Mission machen, die Mission abgebrochen werden würde. Deswegen mache ich das, versuche ich das immer so, dass ich dann gerade keine Mission mehr habe. Aber wenn wir jetzt 2200 Meilen vor uns haben, heißt das, dass es Sonne scheint und regnet gleichzeitig. Digga, wie soll es bei den Wolken regnen? Dass wir jetzt pro Folge weit über 500 Meilen fahren müssen. Da werden wir wohl ein bisschen in die Pedale treten müssen und das bei dem Regen. Gefällt mir gar nicht. Ja, wir werden mal im Responsibility-Modus fahren. Ne? Also schnell, ja, aber nicht reißerisch. Also im Maße. So wie ich halt auch im echten fahren würde. Sag ich mal. Also mit 80 durch eine 30er-Zone. Let's go. So. Brauchen wir aber erstmal ein bisschen Partymusik. Wie viel haben wir nicht geladen? Oh, immerhin 16 Tonnen. Wow. Na gut. Hoffentlich können wir überhaupt immer ein bisschen aus dem Pushen. Ja, probiert natürlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit rasen. Ich sehe gerade, unser Tank ist schon relativ leer. Das könnte ein Problem werden. Muss mal gucken, gibt es eine Tankstelle? Da hinten. Müssen wir ja schon weit Umweg fahren. Nein, nee, direkt auf der Strecke selber gibt es nirgends eine Tankstelle. Okay, wir müssen wirklich gucken, ob wir hier rein können. Wie wär's mit nein? Fahrt doch! Ach Leute, muss ich komplett stehen bleiben hier. Mein ganzes Momentum verloren. Hey, ihr Schweine. Habt ihr doch mit Absicht gemacht. Ihr Penner. Ja, ja. Deine Mutter. Schon wieder rot. Leg mir doch am Arsch. Helf doch mal. Ich kaufe mal den Ringelbaum auf hier. Nicht, dass es wieder so ist, dass wir 3 Folgen durchweg Regen haben. Dann können wir das mit dem Speeden vergessen. Ich meine, eigentlich müssten wir die perfekten Reifen für Aquaplaning drauf haben, aber dem Spiel scheint das ein bisschen egal zu sein. Was? Wo denn? Hier ist doch gar nichts. Aber bin ich hier wieder so ein Alphawand oder was? Bin ich jetzt... Ernsthaft? Ist dieser Busch unbesiegbar? Tatsächlich. Der Busch ist unbesiegbar. Hä? Nee. Hä? Wo bleib ich denn hier hängen? Sag mal. Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Wohin? Ist?
Natürlich ganz schön viel Schaden bekommen. Ah, Leute, ey, das läuft alles nicht so gut. Ich komme nach rechts ab. Wenn die anderen das dürfen, dann ich auch. Digga, wir haben nicht mal 100 Meilen geschafft und wir haben jetzt schon aufweise Schaden. Läuft doch bei uns. Und Zeitwerk geht gleichzeitig wie im Flug, wo wir derzeit vor roten Ampeln stehen. Oh Leute, ey. Das ist nicht gut. Das läuft gar nicht gut. Diese Mission ist jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Weil sogar Excel ist ein cooles Lied. Don't.
Aber schon müssen wir alles voll sein. Die fahren halt nicht mehr 75. Oh Leute. Ich spüre tiefe Trauer in mir. Das sind da für Bäume. Wohl. Das Auto vor uns zuckt schon wieder wild rum. Aus dem Augenblick sah der grüne LKW wieder der Auflieger von dem aus, wer wenn er durchgebrochen wäre. Aber ne, es ist einfach nur ein Trichter, damit es in der Mitte zusammenläuft. Aber auf den ersten Blick sah es komisch aus.
Also nicht auf den ersten Blick, sondern so aus dem Außenwinkel. So. Ey, jetzt kommt's regnen. Nice. Ach, die ganze Straße macht einen Knick. Ah, verstehe. Gefährlich. Ich hoffe nur, der Pisser da vorne. Ah, danke. Warum muss er schon wieder links fahren? Ah, guter Junge. Alter, der hat die Fahrbahn frei hier. Sonst gibt's Keile. Wir verlieren ein Momentum, es geht bergauf. Nein. Das gibt's doch ja nicht. Alter, wir fahren zurück auf 80. Heilige Scheiße. Nein, nicht unter 80. Wir beschleunigen wieder.
Warum fahren die alle links? Ey Leute, links ist meine Spur. Genau, zieht mal alles schon nach rechts. Der LKW da vorne auch, bitte. Was gibt's Haue? Ah, super. Und die Straße ist dicht. Gibt's da ja nicht. Oh, was für Scheiße, ey. Alter, Formelmod oder Projekttest? Danke dafür. Ey, Ladies. Alter, die fahren nicht mal 80. Können wir vergessen. Original. Die Autos fahren nicht schneller, weil da vorne der rote LKW nur 70 fährt. Und links der LKW fährt auch nur 70 und blockiert damit die linke Fahrbahn komplett. Ach Leute, ey. Und damit haben wir die gesamten Vorteile, die wir bisher draus gefahren haben, direkt wieder verloren. Weil wir jetzt nicht mal Höchstgeschwindigkeit fahren können. Und damit jetzt sogar Zeit verlieren. Es ist ein Trauerspiel, Alter. Einfach nur ein Trauerspiel. We'll be right back.
Oh, hier ist schon wieder Schuhstockerparty. Oh, sie hat wieder. War bloß eine kleine Stelle zum Glück. Warum ging er da vorne schon wieder? Ah, da hat der Autopilot von dem Tesla. Ernsthaft jetzt? Da hat der Autopilot von dem Tesla wohl nicht kommen sehen. Ah, da vorne schon wieder ein LKW auf der linken Spur. Und das war's dann. Und wieder Tocker mit 70 lang. Ist da vorne eine Raststätte? Nee. Dann machen wir das für die Folge erstmal Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dringend Raststätte brauchen. Weil, ja, Bett ist schon relativ voll. Bis dann.